Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit Kinderspielzeug. Ich bin's Kati und ich habe heute eine ungewöhnliche Puppe und zwar Harry Potter. Also das ist der Harry Potter aus der Filmreihe und der hat auch das typische Hogwarts Gewand dabei und auch die typische Hogwarts Kleidung. Und hier sehen wir auch einmal den Schauspieler und ich finde, die haben das ziemlich gut getroffen. Also der sieht dem schon ziemlich ähnlich, gerade so an der Brille und natürlich an der Narbe erkennt man das. Die Puppe ist für Kinder ab 6 Jahren geeignet und von der Marke Mattel. Und es gibt aus der gleichen Serie auch noch einige andere, zum Beispiel die Hermine Granger, Ron Weasley oder Dumbledore, Ginny Weasley und McGonagall. Achso, die Lehrerin ist das hier. McGonagall. Ich muss ja sagen, ich mag ja die Hermine eigentlich ganz gerne, aber den Harry Potter finde ich auch cool. Wir werden uns auf jeden Fall jetzt mal die Puppe etwas genauer anschauen. Ich werde die mal hier rausholen aus der Verpackung. Ist so eine typische Verpackung wie bei einer Barbie. Ja, und ich glaube auch von der Größe ist der ungefähr so wie eine Barbie. Wir können gleich mal vergleichen, ob das vielleicht der neue Freund von Barbie werden könnte. Ist natürlich eigentlich eher eine Sammelpuppe für Harry Potter-Fans, die vielleicht die ganze Serie sammeln wollen, die ganzen Figuren zum Zuhause aufstellen, aber natürlich auch zum Spielen geeignet. Das ist alles hier noch befestigt, das werde ich einmal abschneiden. So, da haben wir unseren Harry Potter. Bis gerade war die Brille mit einem kleinen Gummiband befestigt. Jetzt habe ich das Gummiband gerade gelöst und da fängt die auch schon ein bisschen an zu wackeln. Also so sieht er ohne Brille aus. Und die Brille kann man hier so leicht unter die Haare stecken, damit die gehalten wird. Ist aber ein bisschen wackelig. Die Haare sind übrigens fest aus Kunststoff. Die kann man nicht kämmen oder so, wie das sonst immer bei so Puppen üblich ist. Das Oberteil, also der Kragen ist so aufgesetzt und der Rest ist aufgedruckt. Die Hose ist auch aus einem bisschen anderem Stoff. Die ist auch so schön abgenäht. Also sieht richtig aus wie eine schöne Jeanshose. Und die Schuhe flach, schwarz, aus Kunststoff. Also insgesamt ein echt cooles Outfit und ich sehe hier hinten den Pullover kann man von hinten öffnen. Also es ist eine einzelne Hose, einzelner Pullover, man kann den also auch umziehen, wenn man möchte. Jetzt schauen wir mal mit den Armen, also die lassen sich hier oben in der Schulter bewegen, aber ich merke, hier ist auch ein Gelenk im Ellenbogen. Das ist ja auch nicht bei allen Barbie-Puppen so. Bei Harry Potter ist es allerdings so. Und hier an den Handgelenken ist auch ein Gelenk. Wir können also die Hand auch in verschiedene Richtungen bewegen und auch so neigen. Hier ist, glaube ich, kein Gelenk. Nee, das ist alles starr. Allerdings können wir die Beine bewegen. Und da ist auch in der Hüfte ein Gelenk. Im Knie ist ein Gelenk. Und, nee, der Fuß, der ist starr. Wir können ja einmal den Schuh ausziehen und uns das mal einmal genauer ansehen, wie der Fuß hier so aussieht. Aha, ja. Bei Barbie sind das ja immer ganz steile Hacken, damit die auf hohen Schuhen gehen kann. Und ich glaube auch, Harry Potter hat etwas größere Füße als die klassische Barbie. Trotzdem, so von der Größe würde ich nach wie vor sagen, dass der so die Größe von einer Barbie-Puppe hat. Ich kann ja mal eine daneben legen. So, das ist unsere Eiskunstlauf-Barbie. Und die, oder Skiläufer-Barbie. Und die ist ungefähr genauso groß. Also, ja, na gut, ungefähr. Moment. Sie ist schon ein ganzes Stück größer. Ich würde sagen, so ein Kopf größer ist sie schon. Sie steht ja auch auf den Zehenspitzen. Aber trotzdem, ich habe mich ein bisschen vertan. Also Harry Potter ist doch etwas kleiner. Ist ja auch eigentlich noch ein Kind. Und Barbie ist ja eine Erwachsene. Trotzdem so vom Größenvergleich, die passen schon ganz gut zusammen. Also, ja, vielleicht wie Mutter und Sohn. Aber jetzt wollen wir mal schauen, Harry hat ja auch noch seinen Zauberstab mit dabei. Den wollen wir uns jetzt auch noch mal etwas genauer ansehen. Das ist ein Zauberstab aus Kunststoff. Ist aber so ein bisschen so nachgeahmt, als wäre er aus Holz gemacht. Und der hat auch so einen kleinen Ring hier, damit man den hier gut am Finger, am Daumen oder ja, am Finger befestigen kann. Damit Harry Potter auch seinen Zauberstab nicht verliert. Der ist ja sehr, sehr wichtig. Mit dabei ist ja auch noch hier der Umhang. Den werden wir jetzt auch mal anziehen. Bin ich auch mal gespannt, wie das dann aussieht mit Umhang. Dafür muss er einmal den Zauberstab ablegen. Und praktischerweise, er kann ja die Arme gut bewegen. Es ist also gar kein Problem, ihm den Umhang anzuziehen.
Hier ist auch das Hogwarts-Emblem drauf. Ich glaube, da steht auch... nicht Hogwarts, entschuldigt bitte. Ich habe mich versprochen. Ich meine natürlich Gryffindor. Ich habe eben, glaube ich, auch schon mal Hogwarts gesagt. Hogwarts ist natürlich seine Schule, aber er gehört ja zum Haus Gryffindor. Und das ist natürlich hier drauf. Und das sind auch die typischen Gryffindor-Farben. Harry hat hier diese Kapuze, die ist ein bisschen groß, würde ich sagen. Und übrigens, ich weiß nicht, ob ihr es schon erkannt habt, hier oben unter den Haaren sieht man auch so ein bisschen seine Narbe. Das war also die Harry Potter Puppe. Ich finde, die ist super schön gemacht, sehr, sehr hochwertig und für echte Harry Potter Fans ist die, glaube ich, ein Muss. Ansonsten aber auch schön zum Spielen. Kann man sich gut auch hinsetzen, wenn man eben Harry Potter Fan ist. Ich finde die auf jeden Fall auch ganz schön. Ich habe es ja eben schon gezeigt, nochmal Barbie daneben. Ein etwas kleinerer Junge kann man natürlich auch schön mitspielen, wenn man verschiedene Barbies hat, vielleicht Barbie und Ken und dann Harry Potter noch. Aber ich glaube, so ist das nicht vorgesehen, sondern es ist schon eher für Fans gedacht. Wie findet ihr denn die Harry Potter Puppe? Könntet ihr euch vorstellen, so eine Harry Potter Puppe bei euch im Regal sitzen zu haben? Könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Oder vielleicht auch, welche Puppe hättet ihr lieber? Ich habe ja eben auch schon gesagt, ich mag die Hermine eigentlich sehr, sehr gerne. Welchen Charakter von dem Film oder von der Verfilmung Harry Potter mögt ihr denn so am liebsten? Gerne alles unten in die Kommentare schreiben. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Sonst schaut natürlich unsere anderen Videos, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!